Ja, werde ich dann noch ein paar Stories machen für die TwitchCon. Typ, der Dude ist richtig gut geflogen, ne? Was liegt da? Halt ein Quarter. Tschüss. Easy. Eher ein guter Wallbein, musst du wissen, wie du deine Sachen beinest. Moin Jakobus. Okay. Also was bräuchte ich für... Ich bin ab heute Abend in Berlin, ich dusche jetzt gleich. Und bin bis Montagmorgens um 6 fliege ich wieder zurück nach Karlsruhe, also Baden Airpark. Was brauche ich in der Zeit? 3 Unterhosen. 3 Paar Socken. Ich würde einen Pulli mitnehmen. 2 bis 3 T-Shirts. Und eine Jacke. Nur meine Zahnbürste. Gel kann ich nicht mitnehmen, da ich das alles im Handgepäck habe. Da muss ich noch gucken, wie ich das mache. Ich weiß es nicht. Also boah, erstmal muss ich jetzt meinen Bachelor so fertig machen für meinen Studiengang, den ich gerade studiere. Und dann gucken wir weiter, wie es aussieht. Ich glaube selber persönlich nicht, dass ich mein ganzes Leben lang vom Stream leben kann oder auch leben werde, weil ich einfach kein Mickey oder Trimax bin. Gut, bei also ich finde Trimax zum Beispiel safe, ist durch, Monte ist auch durch. Mickey würde ich sagen, ist auch zum größten Teil durch. So weißt du von der Sache her mit, was heißt ausgesorgt, aber falls von der Sache her, dass du groß genug bist und das halt auch so hauptberuflich weitermachen kannst, aber ich zum Beispiel, keine Ahnung, das ist Daimler, kennst du den Wagen Mercedes? Das ist Daimler. Die stellen auch noch zum Beispiel Busse her, LKWs, das ist meine Freundin, also Trucks, oh, da ist einer, schnell weg hier. Boah, sagt Earnings wie Mickey, ja. Die Earnings bleiben ja auch nicht dein Leben lang. Ich meine, wisst ihr, mit welcher Beruf die größte Altersarmut hat? Profifußballer. Sagen wir jetzt nicht Leute von Bayern oder Dortmund oder sagen wir noch hier Schalke. Ich denke mal, die verdienen auch ihre Millionchen. Aber so Leute, die in der zweiten Liga gespielt haben, die auch im Monat vielleicht 10.000 bis 20.000 verdient haben. Das machst du bis du 38 bist, vielleicht 40. Aber du hältst deinen Lebensstandard weiter, aber auf einmal verdienst du nicht mehr so viel Geld. Ja. Und dann fängt's an, ne? Lebst dann nochmal so 5 Jahre weiter und dann immer merkst du, krass, die Kohle wird knapp. Und, ja, was soll ich sagen? Guck mal, ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr alle seid und ich bin jetzt 24. Zum Beispiel Gronkh ist so eine Ausnahme. Sagen wir mal so normales Streaming-Alter, so bis du vielleicht 40 bist. Dann seid ihr ja auch alle älter. Ich habe ja auch schon ältere Zuschauer, das müssen wir überlegen, das sind 16 Jahre jetzt. Wie alt sind die dann? Und haben die dann überhaupt noch Bock? Sagen wir, vielleicht habe ich irgendjemanden, der schon 30 ist. Hat er noch Bock, mit 46 jemand zuzuschauen, wie ihr streamt? Habt ihr Bock, mit Ende 30 oder Anfang 40 noch Streams zu schauen, so? Kein Plan, das ist halt so, weißt du? Das sind so Fragen, die ich mir auch stelle, so. Wie langlebig ist Stream überhaupt? Wie langlebig ist Stream? Ist halt wirklich so eine Frage von mir. Bin 69, ganz großes Kino. Hoffentlich bist du ein nicer Rentner, so wie Akek so. Ich weiß, dass Monte 31 ist, aber Monte hat auch ausgesorgt. Monte hat so viel Backup, Monte hat so viel Geld verdient und Monte hat so eine Größe erreicht. Das ist scheißegal bei Monte, aber ich bin kein Monte. Ich bin auch kein Trimax, weißt du, wie ich meine? Monte und Trimax ist das Extrem vom Stream oder YouTube-technischen her. Die verdienen so viel Geld werde ich wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nicht verdienen. Wahrscheinlich. Vielleicht schaffe ich es ja irgendwie durch irgendeine geile Idee. Ich erfinde irgendeinen Shit. Den Strobel-Mart. Damit wäre ich dann Millionär. Man kennt ihn. Aber wie gesagt, das ist ja alles irgendein Extrem. Panic and Infinite Prime.
Kommen wieder Jüngere nach. Ist ja die Frage, wollen jüngere Leute einen mit 40 angucken? Siehe Gronkh, sehr geil. Oder, ich weiß nicht, wie alt Gronkh ist, to be honest. Oder wollen sie jemanden sehen, der so im Alter ist wie ich jetzt oder wie Max? Ist hier, mit denen sie sich identifizieren können. Ich weiß ja wahrscheinlich in 10, 20 Jahren auch nicht mehr. So wie, was vielleicht der Trend ist, so. Ich habe Fake-Abitur mit 1,7. Was heißt Fake-Abitur? Hast du dir ein Abitur gefaked oder was? Ich glaube, das Streaming so in zwei. Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht habe ich dann auch so einen Job als Moderator, so, weil das so auf irgendwann so Mainstream ist, dass das sogar vielleicht bis ins Fernsehen schafft. Ich weiß nicht, wie sich jetzt unsere Generation ändert. Ich meine, das habe ich auch ganz viel in meinem Studium, diese Generation Y. Und dass heutzutage alles viel schnelllebiger ist als damals. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch jetzt sind, aber damals war es zum Beispiel normal, dass du einen Job dein Leben lang durchgemacht hast. Wir hatten auch einen Professor, der war ein bisschen älter. Der hat gesagt, es war auch normal, dass du damals von Montag bis Samstag in der Uni warst, arbeiten, dass du irgendwann ein Namensschild an der Wand hattest, bei einer Vermögensberatung oder so oder bei einer Unternehmensberatung. Die haben da 60 bis 80 Stunden die Woche gearbeitet. Das ist ja heute unvorstellbar. Junge, zeig mir einen. Ohne Witz, ich kenne keinen, der in der Woche 60 bis 80 Stunden arbeitet. Damals haben das Leute gemacht, um Erfolg zu haben. Die haben sich tot geackert, bis sie 40, 50 waren. Und dann hatten die ihr fucking Namensschild da, waren Manager von irgendwas und dann war fertig. Aber das ist ja heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellbar. Heute ist das ja so, dass jeder will mal was das ausprobieren, dann macht man wieder das. Heute studieren auch Leute 3 bis 4 Sachen. Das war ja damals auch undenkbar. Damals hast du ein Studium durchgezogen oder eine Ausbildung. Heute ist das ja ganz, ganz, ganz anders. Das ist so brutal, Alter. Wie gesagt, ich sag nicht, also es gibt's heutzutage noch, auf jeden Fall. Aber es ist lang nicht mehr so viel wie damals. Wie gesagt, eure Väter. Aber würdet ihr euch selber zutrauen, 60 bis 80 Stunden der Woche zu arbeiten? Ich zum Beispiel nicht. Ich habe auf dem Bau Montag bis Samstag in Australien gearbeitet, 8 bis 10 Stunden. Und das hat mich gefickt. Auf gut Deutsch gesagt. Ich habe Montag bis Samstag in Australien, als ich Work and Travel gemacht habe, 8 bis 10 Stunden auf dem Bau gearbeitet, bei manchmal bis 30 bis 40 Grad in der Sonne und bin jeden Tag um 4.30 Uhr aufgestanden. Und ich muss sagen, ich habe es ab und zu richtig gehasst. Und ich habe es halt nur für den Zweck gemacht, dass ich reisen kann durch Australien, durch Thailand, durch Indonesien, durch Bali. Aber ich habe es fucking nochmal gehasst, dass um 4.30 Uhr mein Wecker geklingelt habe, ich 15 bis 20 Minuten gefrühstückt habe, um 5 Uhr den Zug genommen habe, eine Stunde irgendwie in die Prärie in Australien gefahren bin, neben Sydney und auf einem fucking Bau gearbeitet habe, 8 bis 10 Stunden. Das habe ich gehasst, Alter. Und ich könnte es mir nicht nochmal vorstellen, so zu machen. Ja, wie gesagt, Hutsch Deutschland, Ehre, wem Ehre gebührt. Wenn du so viel verdienst und so viel arbeitest, sage ich, das auch alles legitim. Mein Vater arbeitet auch sehr viel, ist selbstständig, hat den Spitzensteuersatz, also verdient wirklich gutes Geld. Ja gut, davon habe ich zwar nichts, weil mein Vater ist ein Geizhals und meine Eltern sind ja geschieden, so wie das ja die meisten wissen. Ich sehe den auch sehr selten, aber trotzdem, jeder wie es will. Aber heutzutage, Hannes, erstmal danke für den Twitch Prime, heutzutage ist ja auch so, viele Leute sind viel zufriedener einfach mit dem Minimum, ne? Meine Freundin zum Beispiel. Vermögensberatung ist sehr gut, war ich auch mal eine Zeit lang tätig. Die sind ja mit dem Minimum heutzutage auch viele zufrieden. Was macht mein Vater? Mein Vater ist selbstständiger Brandschutztechniker. Seit sehr, sehr vielen Jahren und hat sich da einen Namen gemacht. Und macht eigentlich bei allen großen Firmen Löschdecken, Feuerlöscher und alles und ja. Deine Mama ist doch gerade eben reingekommen. Ja, die ist gerade hier halt. Ist da zu Besuch, weil die mich nachher zum Flughafen fährt. Aber wann zahlt man das Steuersatz? Wenn du im Jahr mehr als 49.000 Euro verdienst, glaube ich. Minimum, ja, wie gesagt, was mache ich? Slurp oder Minis liegen lassen, Chat? Ich brauche Hilfe. Slurp oder Minis liegen lassen? Ich glaube, ich lasse die Minis liegen, ne? Slurp ist OP im Late. Ich glaube, es ist eigentlich OP im Late Game, ne? Ah, ich lasse die P90 liegen, ich habe eine Scar. Warum nehme ich die P90 mit? Alles gut. Die P90 muss weg. War ein Test an euch, ihr seid alles Noobs. Spaß. Heute sind auch viele mit dem Minimum zufrieden. Meine Freundin zum Beispiel, also ich sage jetzt mal nicht viel dazu, arbeitet bei Daimler, aber verdient sehr, sehr gut als Frau. Hat auch dual studiert, hat einen langen Weg dahin gehabt, war sehr, sehr fleißig, hat sich oft nächtelang den Kopf zerbrochen, hat ein 1,9 Studium gemacht, dual. Vorgestellt bei Daimler unter höchstem Druck und sie sagt trotzdem, sie ist zufrieden. So, weißt du? Ne, ich nehme die Scars besser als die Dings.
Was? Ne, ich lass nicht die Scar liegen. Die Scar Pumps was. Wenn ich selbstständig bleibe, muss ich auch privat versorgen. Mache ich auch jetzt schon. Ich kann euch auch nur raten, Leute. Ich weiß nicht. Ich sehe das halt. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe 1,5 Jahre bis 2 selbstständig an der Vermögensberatung gearbeitet. Habe da auch, hätte auch da eigentlich meinen Abschluss. Also ich hatte irgendwann dann keine, also eigentlich auch keine Motivation, keine Lust mehr, weil ich habe dann im Stream angefangen und Studium. Ich hätte ja auch meine Prüfung bei der IHK abgeschlossen. Ich war also schon so weit fast. Hab's aber dann immer wieder dann verworfen. Sichert euch privat ab. Ist kein Scherz. Ich glaube, so ein Mist Wahnsinn. Ja, kannst du auch abschalten, Mr. Melona. Also, wenn du sagst, ich will aber Mist, dann kannst du auch gerne abschalten. Wie gesagt, wenn das dir nicht passt. Aber ich, wie gesagt, ich würde euch sagen, sichert euch privat ab. Das ist mit das Beste, was ihr machen könnt, vorher, Alter. Mache ich auch. Ich zahle jetzt schon monatlich immer Geld auf Dings ein. Was halt verzinst wird über ein Investmentfonds. In Bitcoin investiert. Ja, Bitcoin hat ja letztes Jahr wieder Plus gemacht, habe ich gesehen. Wieso als Frau? Ja, weil immer noch nicht das Gehalt Frau und Mann angepasst ist. Männer verdienen tendenziell mehr als Frauen. Das ist auch kein Geheimnis. Gibt's genug Studien drüber. Kannst darüber nachschauen, dass das Einstiegsgehalt von Männern meistens höher ist als von Frauen. Also das ist auch kein Geheimnis, das kannst du googeln. Ich glaube auch, dass es die Rente immer nicht mehr gibt. Deswegen, Privatvorsorgen ist für mich das Schlauste. Umso früher definiert privat absichern. Zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich abzusichern. Kann sich auf jeden Fall mal informieren. Ich will es auch keine Vermögensberatung nennen. Ja, wie gesagt, ich investiere auch in Fonds. Das mache ich auch, Twitch Deutschland. Die beste Möglichkeit, langfristig Geld zu investieren, ist immer noch Investmentfonds. Da gibt's auch, es gibt auch so, du kannst auch das ja auch nachschauen. Langfristig, nach 5 Jahren, ist es bewiesen, dass du keine Verluste in der Rendite machst. Und, es gibt ja verschiedene Arten. Es gibt eine Flex, ich weiß es gar nicht, das ist alles schon so lange her. Was gab's? Flex? Es gibt 3 verschiedene Sachen, es gibt immer einen Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel angestellt bist oder wenn du selbstständig bist. Und du kannst es auch dann steuerlich geltend machen. Ich zahle jetzt zum Beispiel im Monat halt einen bestimmten Betrag darin ein, schon seit ein paar Jahren. Und dann machst du das halt, und wenn ich dann halt irgendwann, falls ich jetzt selbstständig bleibe, lasse ich mir das dann immer mit 67 auszahlen. Und dann kannst du auch wieder entscheiden, je nachdem, was du halt abgeschlossen hast, ob du es dir auf einmal auszahlen lässt, ob du es dir monatlich auszahlen lässt, ob du es dir, keine Ahnung, so oder so auszahlen lässt. Wie gesagt, ich würde jetzt auch keinem vorschreiben, in was du investieren sollst oder wie du dich vorsorgen sollst. Ich finde auch, jeder sollte sich da selber informieren, sein Border ist weg. Ich mache das so, wie ich es für richtig halte, und jeder andere soll es so machen, wie es er für richtig hält. Am Ende gibt immer die Bank. Ja, das Ding ist, dass ich keinen Fonds bei einer Bank habe. Den würde ich auch nie bei einer Bank machen. Einfach Kilos Koks verkaufen. Ja. Weißt du, wie viel Jahre du bekommst für 1 Kilo Koks? 10. Wenn es dir das wert ist, machst du das. Ich habe mit meinem Rechtsdozent darüber geredet. 1 Kilo Koks, 10 Jahre Gefängnis. Also wenn du dann mal, weiß ich nicht, 4 hast, kostet du 40 Jahre. Cool, in Deutschland wahrscheinlich nicht, aber... Aktien ist halt, wie gesagt, auch viel mit Spekulation. Immer nur noch 5. Was ist das für ein weakest Late Game? Ich brauch High Ground. Du musst auch viel aufspielen eigentlich.
Dieses Slurp benutzt, dass wenn er mich hittet, dass ich automatisch gegenheil.